In Lierlo heute wieder ein kleiner Spieletipp, aber nicht ganz so ausführlich. Ich hatte ja letztens mal ein Video gemacht zu Command and Conquer und wir haben hier eine ähnliche Version, die heißt Warzone 2100. Findet ihr im Ubuntu Software Center. Hier bin ich jetzt mal mitten in einem Spiel. Die Gegner sind bereits besiegt und daher sehen wir jetzt keine Kampfszenen. Gut, im Gegensatz zu Command & Conquer sehen wir, alles ist in 3D gehalten. Man kann genauso Gebäude bauen, die haben wieder einen Status, genauso wie die einzelnen Gerätschaften, die ich hier mal habe, patrouillieren lassen. Man kann nämlich auf so ein Gerätchen klicken, mit links und nochmal irgendwo hin, dann fährt es dahin. Oder mit rechts bekommt zusätzliche Optionen, zum Beispiel patrouillieren, kann einen Bereich markieren, der überwacht werden soll, zum Beispiel eine Ölquelle. Und dann fährt dieser Panzer in der Nähe des Bereichs, wo man markiert hat, herum. Oder man kann zum Beispiel auch etwas bewachen lassen. Zum Beispiel diese Ölquelle, dann fährt er nicht drumherum, sondern reagiert, wenn etwas passiert. Gut, bauen kann man natürlich auch wieder Geschütztürme zur Verteidigung des eigenen Lagers und ähnliches. Genauso wie bei Command & Conquer muss man nach und nach Gebäude bauen, bekommt mehr und mehr Optionen. Die feindlichen Lager sieht man beispielsweise auch in einer Map und kann sich dann auf der Karte bewegen, kommt mit der Taste B wieder zurück zu seinem Originallager. Wenn ich zum Beispiel hier bin und drücke jetzt Taste B, bin ich wieder im Hauptlager. Gut, die Feindeslager sind über die Map verteilt. Wie gesagt, hier habe ich bereits alle eingenommen. Nutze deshalb die Gelegenheit, euch mal kurz zu zeigen. Hier ist zum Beispiel eine Ölquelle gewesen. Habe also das ursprünglich hier vorhandene Feindeslager zerstört. Die Ölquelle brannte zunächst, die feindliche, die habe ich zerstört. Nachdem die ausgebrannt war, habe ich dann mit dem Hammer, also dem Baumenü, eine weitere Ölquelle, also ein Ölbohrturm hier gebaut. Die werden gebaut mit diesen kleinen Fahrzeugen, die man irgendwo hinkommandieren kann, um dort etwas zu bauen. Gut, jetzt bauen wir mal beispielsweise mal hier einen weiteren Abwehrturm. Der ist zunächst grün gekennzeichnet und ich könnte den so positionieren, dass der Eingang bewacht wird. Könnte dann ein Fahrzeug dorthin kommandieren. Allerdings scheint es mir so, dass hier eigentlich recht zufällig ein Baufahrzeug gewählt wird, das diese Aufgabe erledigen soll. In dem Fall schauen wir mal, das ist anscheinend jetzt dieses. Das eilt dorthin, ein LKW, und wird dann das bauen. Man kann aber das Bauen unterstützen lassen durch andere LKWs, sobald das Bauen begonnen hat. Also sobald dieser LKW anfängt, das Ding zu bauen, kann ich den anderen anklicken und ihm auch Anweisung geben, mitzuhelfen. Dann geht das gegebenenfalls schneller. Gut, es geht wie gesagt darum, nach und nach Gebäude zu bauen, mehr Optionen zu kriegen. Und in den feindlichen Lagern findet man sogenannte Artefakte. Dann hat man hinterher wieder neue Optionen, bekommt mehr Symbole hier. Zum Beispiel kann man sich seine eigenen Panzer zusammenbauen. Zum Beispiel den Unterbau und die Räder und gewisse Geschütztürme kann man sich aussuchen. Zum Beispiel ist interessant ein Reparaturturm oder ähnliches, der hier zu finden ist, Reparaturarm. Damit kann man seine Panzer reparieren lassen, die man zur Basis zurückgeschickt hat und ähnliches. Hier zum Beispiel montiere ich mal einen Sensorturm auf einen Panzer, habe jetzt hier eine neue Option. Kann hier in die Fabrik gehen und kann dann so ein Ding mal bauen lassen. Jetzt gehe ich mal mit der Taste B zurück in mein Hauptlager. Ihr seht, ich habe hier zwei Fabriken. Jetzt müssen wir eine Zeit lang warten, bis dieses Ding gebaut ist. Gut. Wie ihr seht, ähnlich wie Command & Conquer aufgebaut das ganze System. Wir bekommen im Spielverlauf mehr und mehr Optionen, müssen feindliche Lager einnehmen, finden dort Dinge, bauen dort Ölquellen, verdienen dadurch Geld, können wieder mehr bauen. Das Spielfeld erweitert sich dann nach und nach und wir kommen dann zu neuen Zielen. So, das ist jetzt mal beispielsweise das Ding, das ich gerade selbst kreiert habe. Im Laufe des Spiels hat man dann immer mehr Möglichkeiten, seine Panzer selber zu designen. Wenn man also der Meinung ist, man bräuchte einen Sensorturm, kann man den bauen. Jetzt schicke ich den mal irgendwo hin
mit Linksklick mit den Pfeil zum Rand gehen, kann man sich bewegen auf dem Spielfeld, sieht mehr mit den Rolltasten rein und rauszoomen. Das geht auch mit diesem Spielfeld hier, mit diesem Übersichtsfeld. Ja, jetzt kommandiere ich den mal etwas weiter woanders hin. Der Sichtbereich wird erweitert, wo ich schon mal war, und kann dort etwas tun. Gut, aber dann dort einen zusätzlichen Sensorturm, um Feinde vielleicht zu entdecken, die ich vorher noch nicht entdeckt habe. Gut, kleiner Spieletipp. Escape, Spiel beenden. Beenden. Wie gesagt, das ist jetzt mal ein Spiel gewesen, das ich bereits gespielt habe, wo ich auf einem Level bin, der gerade erledigt war. Neue Kampagne, das wäre dann das, wo ihr zunächst anfangt. Das hier ist die Ölquelle. Ja. Und falls so eine Ölquelle erst einmal brennt, wenn ihr die feindlich übernommen habt, dann müsst ihr die erst ausbrennen lassen und warten. Dann könnt ihr mit diesem Hammerzeichen dort einen Ölbohrturm bauen, den dort positionieren. Dann eilt ein solches Fahrzeug dorthin und baut eine Ölquelle. Mit den anderen Optionen kann man dann, wie gesagt, eine Kommandobasis bauen lassen und so weiter. Nun eilt aber dieses Fahrzeug dorthin. Jetzt kann ich ein anderes Fahrzeug anweisen, das Ding zu bauen, um das Ganze zu beschleunigen. Hier bekomme ich auch dann so ein blinkendes Symbol, bekomme dort Anweisungen, was ich denn zu tun hätte. Scavenger, das sind die Gegner, die gilt es zu erledigen, und ich komme mit dem grünen Symbol wieder auf das Bild und kann mir anschauen, wie das da passiert, kommandiere meine Panzer jetzt zum Feind, der gerade angreift, und warte ab, dass der erledigt ist, damit mein Ölturm nicht zerstört wird. Gut, jetzt kann ich am Anfang natürlich noch keinen Verteidigungsschützturm bauen. Das kommt erst später im Spieleverlauf. Wie gesagt, dann gilt es erstmal, Kraftwerke und Fabriken zu bauen, mit denen man Dinge herstellen kann. Und haben wir das alles zusammen, kriegen wir mehr und mehr Optionen im Laufe des Spiels. Schöne Sache. Gut. Wie gesagt, wie bei Command & Conquer kann man sich dann hier bewegen, kann dann unbekannte Gebiete erforschen. Gut, den LKW sollte ich vielleicht nicht unbedingt ins Kriegsgebiet schicken, den ziehe ich wieder zurück. Aber die anderen Dinge kann ich dort dann vorwärts schicken. Die Panzer werden nach und nach dann auch beschädigt werden. Und da wir ja jetzt wissen, dass wir später mal eine Reparaturoption bekommen, kann man die auch dann hinterher mal reparieren lassen mit Rechtsklick auf dem Panzer. Ihr seht, der ist schon so gut wie fertig. Kann man die dann wieder zurückschicken in die Hauptbasis. Ich klicke jetzt mal mit rechts auf diesen Panzer und sage auf den Schraubenschlüssel da unten, fahr mal zurück zum Reparieren. Natürlich kann ich im Moment noch nicht reparieren, aber der fährt jetzt mal zurück ins Hauptlager von alleine und wird dort dann später mal repariert werden von mir, sobald ich mir einen Reparaturpanzer gebaut habe. Hier, mit dem Panzer gehe ich mal zur ersten Ölquelle, die es zu erobern gibt, die dem Feind noch gehört. Die muss ich natürlich einnehmen. Hier sind dann gewisse Geschütztürme, die es vielleicht am Anfang mal zu erledigen gibt. Und habe ich die erledigt, kann ich das Lager einnehmen. Und dort ist ein sogenanntes Artefakt, das es einzunehmen gibt. Das bringt mir dann später die Optionen, mit denen ich dann neue Dinge bauen kann, bessere Geschütze und ähnliches. Gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben, verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.